In diesem Workout geht es um ein altbewährtes Trainingsgerät. Wir nutzen das Übungsband von Arzt Vitality und den Türanker. Ziel ist es, dir Übungen zu zeigen, die deinem Alltagsverhalten entgegenwirken. Das bedeutet Nackenentlastung, stabile Körpermitte und Rückentraining. Ich zeige dir zwei Übungen am Anfang, bei denen wir den Türanker unten in der Tür fixiert haben. Das bedeutet, die Bewegung geht eher diagonal nach oben. Übung Nummer 1 ist eine Außenrotation in der Schulter. Hier haben wir unterschiedliche Level zur Verfügung. Wenn die Hand unterhalb der Schulterhöhe geführt wird, ist die Übung etwas leichter. Es ist eine Übung, die bei Schulterbeschwerden genutzt wird, aber auch zur Aufrichtung im oberen Rücken. Wenn das für dich in der Schulter gut durchführbar ist, dann führe die Hand etwas höher. Häufig passiert, wenn die Hand höher geführt wird, dass der Nacken sich verspannt. Achte darauf, dass der Nacken locker bleibt. Übung 2 ist in der gleichen Position. Wir haben aber unten im Band eine Schlaufe gemacht, damit der Fuß da drin gut positioniert ist. Hierbei wird das Bein nach hinten oben weggestreckt. Die Sarah hält sich jetzt vorne fest. Du kannst dich also gerne festhalten, auch wenn dir das sonst zu wackelig wird. Bei der Bewegung ist es wichtig, dass der erste Impuls aus der Gesäßmuskulatur kommt. Manchmal fühlt man den unteren Rücken dabei. Dann weißt du, heißt es wieder, die Aufmerksamkeit mehr aufs Gesäß zu lenken. Beide Übungen empfehle ich dir nacheinander durchzuführen, jeweils für 15 bis 20 Wiederholungen und zwei Durchgänge davon. Bei den nächsten beiden Übungen fixieren wir den Türanker auf Körpermitte und führen jetzt bei der ersten Übung eine Übung für die Rumpfmuskulatur durch. Als erstes gehst du damit mit dem Band vor dem Körper richtig auf Spannung, indem du weiter weggehst von der Tür. Wir nutzen also die Zugkraft vom Band, um uns im Rumpf richtig zu stabilisieren. In dieser Position führen wir das Band nach vorne weg. Und sobald du den Hebel länger machst, also dich von der Körpermitte entfernt, wirst du spüren, dass die Körpermitte deutlich aktiver ist. Wenn du ein höheres Level brauchst, stellst du die Füße etwas enger zusammen. Die zweite Übung in der Mittelposition ist eine Reverse Butterfly Bewegung. Dabei führst du beide Arme gleichzeitig nach außen weg. Wenn die Hände unter Schulterhöhe sind, ist die Übung für dich leichter. Führst du die Hände etwas höher, ist sie intensiver. Achte bei der Bewegung darauf, dass dein Nacken eher locker ist und dass die Spannung zwischen den Schulterblättern oder unten an den Schulterblättern landet. Beide Übungen führst du wieder zwei Durchgänge durch mit 15 bis 20 Wiederholungen. Es folgen zwei Übungen, bei denen das Band ganz oben fixiert ist. Die erste Übung dabei ist eine Ansteuerungsübung für den Schultergürtel. Häufig führt man im Alltag Bewegungen durch und verspannt sich direkt im Nacken. Dem wollen wir entgegenwirken. Es ist eine Übung, bei der du nur die Schulterblätter nach unten ziehst. Die Ellenbogen wollen sich ganz gerne mitbewegen, ziehe aber nur die Schulterblätter nach unten und konzentriere dich darauf, dass du unten im Schulterblatt eine Spannung spürst. Die zweite Übung, wenn der Zug von oben kommt, ist ein Rückführen der Arme neben die Hüfte. Dabei sind die Hände am Band fixiert. Du lehnst deinen Oberkörper ein bisschen nach vorne und führst mit gestreckten Armen das Band neben die Hüfte. Häufige Fehlerquelle ist die Position der Schulter. Halt mal bitte hinten an. Hierbei richte die Schulter nach hinten aus, dass du eine gute Spannung eher wieder unten am Schulterblatt hast. Beide Übungen auch hier im Wechsel durchführen. Zweimal je Übung, wieder 15 bis 20 Wiederholungen. Gerne fasse ich dir den Trainingsplan noch einmal zusammen. Wir hatten zwei Übungen unten an der Tür, zwei in der Mitte und zwei oben. Bleib gerne in einer Position und führe die Übungen unten zweimal je Übung durch mit 15 bis 20 Wiederholungen. Erst dann wechselst du die Position, bleibst auf Mittelposition und am Ende Zug von oben. Abschließend gebe ich dir ein paar Hinweise, damit du optimal mit dem Übungsband trainieren kannst. Wenn du das Band in der Tür verankerst, achte bitte immer auf deine Sicherheit. Im besten Fall schließt du die Tür ab, damit niemand reinkommen kann. Das zweite ist, dass das Band unterschiedliche Stärken hat. Wenn du es intensiver haben möchtest, nimm eine andere Bandstärke. Und als drittes kannst du das Band optimal in der Hand wickeln. Dadurch kannst du die Intensität auch hier verändern und es wird damit rutschfester. Bei diesem Training ging es eher um die Haltung und das bewusste Durchführen von Übungen.
Wir haben auch andere Workouts für dich mit anderen Trainingsschwerpunkten und wir würden uns freuen, wenn du da mal reinschaust. Wenn du Informationen zu Produkten haben möchtest oder zum Fit Team Personal Training, dann klick einfach auf den Link. Bis bald!